Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von MyWindows. Heute wird es darum gehen, Internetseiten runterzuladen und so, dass die dann auch noch funktionieren. Also starten in Firefox, vorausgesetzt, dass er installiert ist. Wenn nicht, dann einfach in Google Firefox eingeben. Das geht auch mit Internet Explorer, aber mit Firefox wird das Ganze jetzt eben hier mal demonstriert. Dann suchen wir uns eine Internetadresse raus. Wir können jetzt auch die hier runterladen. Machen wir aber nicht. Ich gehe jetzt mal auf http://. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Ich gehe jetzt mal auf youtube.com/MyWindows. Das ist meine Kanalseite. Empfehle ich auch mal zu besuchen. Genau, das ist meine Kanalseite. So, und wir möchten jetzt diese Seite so runterladen, dass wir dann auch noch hier die Videos zum Beispiel abspielen können oder dann hier diese Sachen auswählen, da auswählen, also halt die komplette Seite. Das machen wir so: Wir klicken jetzt irgendwo drauf, außer jetzt aufs Video, dann kriegt man irgendwas vom Flash Player. Dann gehen wir hier auf Seite speichern unter. So, nochmal, falls man es nicht gesehen hat. Seite speichern unter. Genau, gehen wir auf Seite speichern unter. So, und jetzt bekommen wir hier das raus. Bei Ihnen wird wahrscheinlich hier Hallo? Wird wahrscheinlich was anderes stehen. Aber wir gehen hier auf Webseite komplett und jetzt können wir den Namen davon festlegen. Ich lasse mal MyWindows. Und wenn man nämlich nicht Webseite komplett macht, dann kann man auch die Videos zum Beispiel nicht nehmen. Speichern wir das. Wird runtergeladen, hat jetzt 233 Kilobyte, ist nicht viel. Gut, und wir kriegen das hier, denkt man erstmal nur das. Aber wenn wir jetzt mal in die Eigenschaften gehen, dann sehen wir, dass das nur 75 Kilobyte hat und nicht wie 236. Da kommt nämlich noch dieser Ordner ins Spiel, der wird gleichzeitig mit runtergeladen. Und das hier ist, wie soll ich sagen, ja, das sind halt hier die Dateien, damit das Ganze funktioniert. Auch die Videos und alles. So, dann starten wir diese Datei. Und es ist dasselbe wie hier. Mehr kein Unterschied. Außer, dass wir hier diese URL haben. Das ist aus dem Internet von YouTube. Und wir hier die andere URL haben. Das heißt, hier wird das Ganze mit, ich gehe nochmal hin, File eingeleitet. C, ja, dann der bla bla bla. Und dann das hier. Also, ich demonstriere jetzt mal kurz, dass das hier auch funktioniert. Ja, genau, alle Tutorials in HD. Ja, in HD natürlich anwählen. Und ja, und das ist etwas Besonderes. Normalerweise, ich gehe mal kurz auf etwas anderes. Da gehen wir mal auf das HD-Problem. Da kriegen wir dann hier eine andere URL raus. Das da ist die... Oh, ey Mann, das ist ein Drecksprogramm. Und wenn wir jetzt hier mal da drauf gehen, dann kriegen wir das nicht mehr da abgespeichert, weil wir das nicht abgespeichert. Wir haben die Videos nicht abgespeichert. Dann öffnet sich hier das, der Direktlink. Und insofern braucht man doch eine Internetverbindung. So, dann noch etwas zum Löschen. Wenn man diese Datei hier löscht, dann wird die auch mitgelöscht. Wenn man allerdings nur diese Datei löscht, dann wird diese nicht gelöscht. Nur teilweise unbrauchbar. Das machen wir mal. Löschen. Ja. Oh, dann wird die auch mitgelöscht. Oh, ist interessant.
behalten wir den anderen Ordner noch im Visier und... Nein. Falsch. Weg damit. Dann löschen wir das hier und zack, sind beide weg. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Und im nächsten Tutorial wird dann auch noch etwas über den Firefox und ein bisschen mit Add-ons rumgelabert. Und insofern hoffe ich jetzt, dass ihr ab jetzt vielleicht auch ein bisschen Internetseiten runterladet. Lädt. Weiß nicht, was hier heißt. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen.